Eine neue Folge Nukes Top 5. Top 10 Scariest Ghost Videos of the Month. Na, grün anstatt türkis, da sind aus Erfahrung viele Männer schon mit überfordert. Ich nicht. Also grundsätzlich bei der Stra wenn Leute sich streiten, das ist grün, nee, das ist blau, und sind sich da immer, Digga, das ist türkis, ey, was willst du von mir? Ich mache mir das Leben einfach. Gut. Ja, steigen wir rein. Late one night in Mexico City, a concerned woman calls the local police saying that she hears strange, unexplained noises coming from her son's apartment just above her. The problem is, her son is out of town and the apartment should be empty. The police quickly arrive on the scene, but they don't find anyone inside. No robber, no trespasser. However, the officers do hear strange noises like banging and the low murmur of voices. They are concerned that someone might be hiding inside the residence. So, the officers radio headquarters and ask that a nearby public CCTV camera be focused on the windows of the upstairs apartment. What the camera captures is downright chilling. Deine Videos sind im Vergleich zu dir etwas leise. Ich versuche, die schon ein bisschen lauter zu machen. Immer wieder. The CCTV camera captures the ghostly figures of three children looking out the window as the police leave. The apartment building's longtime security guard claims that every 10 years this same strange phenomenon happens, and no one knows how or why. He says that no children have ever lived in that apartment, so he has no idea who or what this might be. Also ich würde jetzt einfach sagen, da leben halt Kinder. So. Die haben das bestimmt drüber geschoben und Transparenz auf 85% gestellt. Das könnte es auch sein. Aber ich würde halt ganz einfach sagen, so, da leben halt Kinder und hey, da ist Polizei unterwegs. So, klar, gucken, Kinder sind neugierig, gucken halt hin. So. Nur weil jetzt jemand sagt, oh, da ist eigentlich gar keiner. So, da oben die Wohnung ist leer. Ja, kann ich auch behaupten. Ich kann jetzt auch sagen, hey, die Wohnung, in der ich jetzt gerade bin, ist leer. So, ich bin eigentlich auch nicht da. So, was ihr hier seht, ist eigentlich nur eine Illusion. Wie, ihr glaubt mir das nicht? Ich sag es aber, das ist das. Hallo, das hier ist Internet. Also, wenn jemand im Internet etwas sagt, er sagt immer die Wahrheit. Ja, oder die Transparenz. Aber es ist, mit der Transparenz hat man sich auf jeden Fall schon ein bisschen Mühe gegeben, weil das halt perfekt zugeschnitten ist. Holla, die Waldfee, Sekunde kurz. Meine Fräse. Wollen wir weitermachen? Warte mal, was steht denn da alles? Ja, und alles, was auf Wiki steht, ist niemals falsch. Oh, warte mal. Ja. Bis auf der Erfinder des Toasters. Tatsächlich war lange Zeit, ich glaube, in der englischen Wiki ein Fake-Erfinder vom to des Toasters drin eingeschrieben. Das war ein komplett aufgebautes Fake. Ja, komplett aufgebauter Fake von ich glaube, zwei oder drei Studenten. Und die haben das reingeschrieben zu einer Zeit, als für einen Wiki-Eintrag kein Dings gebraucht wurde. Zwei. Keine Nachweise oder so. Dann haben
Artikel auf den Wiki-Artikel, also halt so Zeitungsartikel auf den Wiki-Artikel verwiesen als Quelle. Und als dann später die Autoren nach Quellen gefragt wurden, haben sie auf die Zeitungsartikel verwiesen, die eigentlich auf den Wiki-Artikel verwiesen haben. Vollkommen krank. Aber es hat halt funktioniert und das ist erst vor nicht allzu langer Zeit irgendwie rausgekommen, dass das so geprankt wurde. Richtig interessant, richtig interessant. Die Erfindung des Toasters und der zweite Vorname von Jan Böhmermann. Okay. So, Exkurs abgeschlossen in Richtung Internet History und Wikipedia History. Ja, widmen wir uns wieder den Geistervideos. To this day, the footage remains a mystery. Wiseman's Wood. It's a dark and rainy day when a teenager and his two younger sisters set out to explore the haunted Wiseman's Wood in Devon, England. Local legend says that the haunted forest was once considered sacred ground by the ancient druids, and that any hiker should stay away from the woods at night or during bad weather. The three siblings have been walking for about an hour when the older brother decides to make a Einen wunderschönen guten Abend, Fenrir. Jan Dönermann. Ja, also was so die letzten Wochen über ihn rausgekommen ist, ist so ein bisschen schwierig. short video complaining about the rain. What happens next? Aber gut, der Mann ist jetzt auch nicht Thema des Videos. Next is truly bizarre. Walking for like an hour now. It is f***ing it down. These two are doing my head in. It's getting dark. Moment. Ah. Wie Dill Schweiger oder Dark Forster. Dark Forst. Was? What the fuck? Forster oder Foster? Ich dachte mal, der ist Foster mit Nachnamen. Ich hier war gerade einen Schatten zu sehen. Da. Steht halt einfach jemand mit dem Rücken zu den Leuten am Baum und pinkelt dagegen. Und dann hat er mitgekriegt, oh Kacke, scheinbar filmen die oder sowas. Ich duck mich mal weg. Did you see it? Egal wie tief im Forst du warst, Mark, was Forst. Oh Gott. Oh, ich werd so müde auf einmal. Oh. A dark, eerie figure seems to be staring at them before quickly disappearing out of sight. The video was posted to YouTube by a friend of the family who believes they might have caught. Ich habe das jeden Tag an. Ja, ich gewissermaßen auch mit mir selbst. Some sort of paranormal sighting. Weißt du, stehst du in der Küche, bist gerade am Kochen oder sowas? Und keine Ahnung, ich fang dann auf einmal an, einfach so vor mich hin zu kichern und denke mir dann, ey, nee, das geht doch nicht, weil ich gerade an irgendeinen Scheiß gedacht habe. In Wiseman's Wood. Doing my head in. It's getting dark. It's really dark. I have no idea where the dog is. What? And a happy new year. TikTok user Sav is celebrating New Year's Eve with her mother when something happens that they simply can't explain. I recorded this for shits and giggles and I caught this on cam. Wait for it. Suggested by Rachel Hall. Oh, I can get it. Twist it.
Also ich habe gerade ehrlich gesagt eher nicht hier oben hingeguckt, dass halt einiges von diesem Konfetti da noch oben hängen bleibt. Und ich dachte mir so, okay, ist halt irgendwie so irgendwie Spinnweben oder sowas, wo das hängen geblieben ist. Und hier jetzt auch schon wieder so, wer sagt, dass das wirklich defekt war vorher? Vielleicht war es auch irgendwie, irgendwo klemmte was und auf einmal hat sich das wieder gelöst. Aus irgendeinem Grund. Sondern es ist halt schlichtweg einfach nur Zufall. Ich meine, ja, was für ein Zufall, dass die das gerade aufgenommen haben. Aber wie häufig auf der Welt passiert sowas? Ich meine, es sind 8 Milliarden Menschen und viele Leute nehmen gerade irgendetwas auf und bei denen passiert halt gar nichts. So ist es ja klar, dass bei irgendwem dann etwas passiert. Und die beiden sagen das, we will never know. Ja. Ja. Sav's father passed away nearly a year and a half ago, and the family displaces Snow Globe to remember him. As Sav says that the puppy in the globe actually looks a lot like her dad. However, the Snow Globe hasn't worked for a long time. But just as Sav and her mother pop confetti to celebrate the new year, the globe inexplicably starts playing We Wish You a Merry Christmas, beginning right at the part of the song that contains the line, "And a Happy New Year." Also ich würde eher sagen, dass sie es repariert hat, die Tochter, weil die Mutter hat tatsächlich im ersten Moment ein bisschen schockiert geguckt, so nach dem Motto, was geht jetzt gerade ab? Und sie war halt einfach nur so, oh mein Gott, hör da hin, hör da hin! Believes that it was a sign from her father that he's still there. And he's still watching over them. The Watcher in the Woods. A guy named Ryan lives with his mom and little sister out in the remote woods of the Ouachita Mountains in Oklahoma. One day at around 5 p.m., Ryan is outside shoving a Christmas tree into the trunk of his car, as you do, when his security camera captures something truly unnerving. Entweder überlagern sich da zwei Filmdateien. Oder es ist halt einfach Fehler in einer Videokonvertierung. Ich meine, auf der Entfernung und jetzt ist es. I call fake. Muss nicht. Also. Also tatsächlich, also es scheint irgendetwas so zwischen den Bäumen entlang zu laufen, aber ich würde halt sagen, dass die Kamera halt einfach das nicht richtig verarbeiten konnte und deswegen sieht es so aus, als wäre es ein Geist. Dass einfach die Qualität zu schlecht ist dafür und die Bitrate zu gering. Oder Überlagerung von zwei Videos, ja. Also entweder das eine oder das andere. Der Grinch.
Aber bei solchen schlechten Videos kann man eher fragen, ob das nicht der Grinch ist, sondern eher der Cringe. Someone or something seems to walk through the woods towards Ryan, then bend over and just kind of disappear into thin air. Ryan. Ist halt jemand von der anderen Seite gekommen. Ich hab jetzt nicht genau mitgehört, was das genau für ein Gebäude ist, aber es kann sein, dass halt noch irgendwer anders da ist. Says that he didn't see or hear anyone at the time. And after viewing the footage, the family is concerned that a stranger might have anyone at the time. And after viewing the footage, the family is concerned that a stranger might have been trespassing on their land. But obviously they can't explain how this person. Also hier ist noch ein anderes Auto. Kofferraum. Das Ding ist halt, wie gesagt, das sieht so aus, als würde der teilweise halt hinter den, oder die Person hinter den Bäumen entlang gehen. Ganz wenig. Für die Leute, die das nicht sehen, es gibt tatsächlich Leute, die sowas nicht, nicht sehen. Das andere Auto ist ein Dodge Charger SRT. Das ist das Paranormale an dem Video, ja. Am Anfang so was und nicht sieht, als wäre es ein Spiegel von ihm. Also wie gesagt, meine These wäre, man sieht es in zwei Autos. Bedeutet, es müssen mindestens dann zwei Leute hier auf dem Gelände sein. Und ich vermute mal einfach, dass, keine Ahnung, vielleicht sind da Kinder, die gerade spielen und da läuft halt jemand entlang und bückt sich runter, um etwas aufzuheben oder so. Und wie gesagt, keine Ahnung, hat dann vielleicht irgendwas Braunes noch an, dass er halt für die Kamera mit dem Hintergrund verschwimmt. Und halt aufgrund der Qualität und niedrigen Bitrate kriegt die Kamera das nicht auseinander. Warte mal, es wird ja gleich noch ein bisschen gezoomt gezeigt. Someone or something seems to walk through the woods towards Ryan, then bend over and just kind of. Ja, ist schwierig zu sehen, weil wenn die wirklich in gleicher Position sind, verschwindet er. Warte mal, welche Haarfarbe hat der Typ? Just kind of disappear into. Ah. Das Ding ist halt, dass es von der Farbgebung, er hat ja ein schwarzes Oberteil. Ich hätte gedacht, so, okay, die Farben sind einfach invertiert. Videos mit Geistern. Ja. Das ist halt eine Überwachungskamera. Also durchaus möglich. Wobei. Krümmung ist anders. Das hier ist stärker gekrümmt als hier. Hier ist ja so eine leichte Krümmung. Dann geht's. So eine leichte Welle hast du hier. Hier sieht man halt nichts mehr, um es genau zu sagen.
disappear. Ja, deswegen gucke ich gerade hier Frame für Frame. Ja, da bei dem Geist war's wirklich so ein wie so ein Buckel. Also die Wolke war so dick und schwer, dass sie zu einer Realitätsverzerrung geführt hat. Also ich würde beides für möglich halten. Das Ding ist halt, wenn es halt eine Spiegelung ist, hat man sich sehr viel Mühe gegeben, weil halt einige, als der Geist hier vorbeigegangen ist. Someone or something seems to walk through the woods. Man sieht teilweise, dass die Gestalt halt wirklich hinter dem Baum ist. Towards Ryan, then bend over. Und hier. Das sieht man halt an dem Stamm. Das ist halt eine Mühe. Ich weiß nicht, ob man das. Ja, ich. Das ist doch reingeschnitten. Aber wie gesagt, ich vermute mal, dass das eine wirkliche zweite Person ist, die halt aber aufgrund der Kameraqualität einfach mit dem Hintergrund verschwimmt. So. Ich sage jetzt nicht, dass andere Möglichkeiten ausgeschlossen sind, aber so, das ist so, das. This is the way. This is the way. This is the way. Das halte ich halt für am plausibelsten. Dass kurzfristig die Kamera geblendet hat. Also Form hat es schon hingekommen, dass es humanoid sein kann. Das ist halt dann. Man sieht halt niemand anderen. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen zu weit hergeholt. Es sieht halt auch nicht so aus, als würde es irgendwo eine direkte Lichtquelle geben, die reflektieren könnte. Das sieht ziemlich grau aus, als wäre es sehr stark bewölkt. Seems to walk through the woods towards Ryan, then bend over and just kind of disappear into thin air. Ryan says that he didn't see or hear anyone at the time. And after viewing the footage, the family is concerned that a stranger might have been trespassing on their land. What? Ja, irgendein Fremder oder so. Aber wie gesagt, da sind halt zwei Autos. Das heißt, es ist mehr als eine Person anwesend. Gut möglich, dass da halt wirklich, also dass da tatsächlich jemand rumgelaufen ist und die Kamera einfach nur scheiße ist. Obviously, they can't explain how this person could have just disappeared. Da kann durchaus irgendwie ein Graben sein oder ein Loch oder sowas und hat sich halt runtergebeugt. Also qualitativ de facto schlecht. Ja. Ja. So is this something paranormal caught on camera? Or is it something even scarier? A strange. Das eine Auto könnte dort abgestellt worden sein, weil es nicht mehr angemeldet wurde und das Insurance abgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie das in Amerika ist, weil das scheint mir ja irgendwas Amerikanisches zu sein. Ja, das ist unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Stranger hiding in the remote woods near a family's home. Before we move on to the next video, if you see anything that you think should be included in the top 5, contact us at nukestop5@gmail.com. Not out of the woods. Belgian urban explorer and vlogger Sies sets out on a trip to a large abandoned campsite in Belgium with three of his friends. The group arrives at the campsite after dark and begins exploring. Ob einer von denen behauptet, dass Belgier das beste Bier haben?
Now, Sias has visited the same abandoned campgrounds 3 times, but as the group walks down a dark wooded path, he spots something that wasn't there before. Hier ist der Eingang, die Poort. Ja, das ist ein privater. Privat, dit is in plaats van gebed. Hier lief onze ruimte respecteren. Gebed. This is a place of worship. Please respect our space. Wenn das schon privat steht, warum geht man dann dahin? Ja, obwohl viele Lost Places sind eigentlich privat. En daar staat op, pas op, waken. Ja, ik ben hier heel lang geleden geweest en stond hier vol met bungalows, met campings, met caravans, mobile homes, midden in bos, allemaal verspreid, super vet. En ineens is hier een waakhond. Maar dat is gewoon tak. Ja, dat hebben ze hier gewoon zelf gemaakt. Kijk, dat is een hip, maar dat is hier gewoon een zigeunerkamp of een hippie. Ja, aber bei Lost Places? Dieser Dialekt. Ja, das ist ja kein Dialekt, das ist ja Belgisch. Das ist eine komplett andere Sprache. Camping of so geworden. Hallo? Ik hoor van alles hier. Dit is zo fucking eng. Oh, water. Hallo? Mogen wij hier binnenkomen? So the guys are a little creeped out by the makeshift signs and barrier. They decide to just play it safe and walk away, taking an official public path back through the woods. But it turns out that they are not safe at all, because things are about to take a terrifying turn. We zijn iets verder gewandeld en dit blijkt, hola, ja, gewoon een wandelpad te zijn. Dus hier kunnen wij wandelen. Wat rijdt hier? Autobanden. Wat de f***? Wat de f***? Dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Das ist doch safe ein Tier. Oder jemand dreht gerade ein Porno, das kann auch sein. Hier wird letztlich jemand gemacht. Fuchs, ja, stimmt, Fuchs. Machtelt in der Boss. Das ist eher. Hallo. Hallo. What the f***? Hey! Einfach für die View, ja, das sowieso, aber das ist gerade so, warum läufst du nicht den Weg entlang zurück? Dort, wo du weißt, wo es logisch ist, hey, da kann ich nicht, oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich stolper oder dass mir was passiert. Nein, ich renne in den Wald hinein. I don't believe the story. Nee. Ich wette, die haben letzte Woche Freitag haben die World of Horror gesehen mit der Kuchizake Onna. Und die wollten das nachstellen. Nur statt einer riesigen Schere haben die ein Messer genommen für die Frau. Mein okay, die Idee an sich ist creepy. Okay. Man muss ja auch vielleicht Punkte für die Idee geben, also, ne? Aber es ist halt wie Blair Witch Project. Ja. Das ist der beste Vergleich dafür. The events are like something. Ja, natürlich fällt er hin. Das. Ich glaube, ich bastle mir irgendwann mal so ein Klischee, so ein Geistervideo-Bingo oder so. Nukes Top 5 Bingo. Weißt du, jemand fällt hin, kann ich abhaken. Right out of a horror movie, Sias and his friends hear loud screaming coming from somewhere in the dark. Passiert um die Klischees so. Ja. Mal der sich halt auch abgerollt hat. Das ist halt.
Wenn jemand hinfällt, ganz ehrlich, das machst du einfach bam nach vorne mit dem Gesicht. Und das war's dann so, du. Woods. Then a tall woman dressed in a white robe and wearing white face paint comes lumbering out of. White face paint, ja? Okay. Wisst ihr, woran ich da denken muss? Nukes Top 5 Bullshit Bingo. Ich würde ja nicht unbedingt Bullshit sagen, weil einige sind, wie gesagt, einige sind kreativ, ne? Auch wenn es fake ist, einige sind trotzdem kreativ. So, woran ich denken muss. Nee, tatsächlich an die Dame hier. Aber ganz ehrlich, der Regenmantel. Who is she? Kuchitsake Onna. Ist aus Ghostwire Tokyo. Das ist die Dame, die halt fragt, so, findest du mich hübsch? Und die dann auch so Joker-mäßig hier so Narben reinschneiden will. Nur die hat hier halt eine riesige Schere. Und die hat da halt was anderes. Aber. Ja, obwohl könnte durchaus auch ein Kleid sein. Okay, zugegeben. Scherenlady. Ja, ja. Eine kleinere Schere wäre auch möglich. Oder vielleicht so ein. Ich wollte gerade sagen, Schneebesen, aber. Könnte aber auch ein weißer Mantel sein. Ja. Sieht man halt nicht so richtig, aber. Ah, gut, ne, wenn man japanische Urban Legend versucht in Belgien nachzudrehen. Sie möchte dich zu Tode verrühren. Ah, herrlich. Out of the forest, brandishing a hatchet. She charged. Ein Beil soll das sein. Willst du mich verarschen? Charges at the group and they make a run for it. Das soll ein Beil gewesen? Brandishing a Da kann man noch einigermaßen so, okay, im ersten Moment eine Schockstarre. A hatchet. Das ist doch kein Hatchet, willst du mich verarschen? Hatchet übersetzt heißt Beil, so für diejenigen, die kein Englisch können. Also, wie das hier aussieht, ist es halt. Ein ziemlich langer Stift. Oder vielleicht ein Dolch, den sie an der Spitze anfasst, um halt werfen zu können. Der Replika vom Elderstab. Oh, ich kriege Jäger-Vibes aus DBD. Ja, die hat ja mit Beil geworfen. Ja. She charges at the group and they make a run for it. Sias gets separated from his friends and hides in the dark woods. Ja.
Wir haben 2024. Du, es kann alles möglich sein. Also für mich wirkt das eher wie, man möchte irgendwie so ein Blair Witch Project Fanfilm oder sowas, so ein Found Footage Amateurfilm anteasen. Schlecht gemacht würde ich nicht unbedingt sagen. Schlecht gemacht, das, wenn das tatsächlich ein Found-Footage-Film wäre, finde ich das Ei an sich halt in Ordnung, so wie es halt ist. Unglaubwürdig. Was heißt unglaubwürdig? Es ist halt fiktiv so, klar, es wird halt mit Klischees gespielt und so. Wie häufig denkst du dir, du rennst niemals in den Wald? Wie häufig trennt sich in Horrorfilmen die Gruppe und so weiter? Wie häufig hast du in Horrorfilmen irgendwelche Sachen, wo du dir denkst, ey, wie dumm sind die eigentlich? Also die reine Logik halt in Horrorfilmen ist halt immer nicht, also der Mensch zumindest ist halt einfach schlichtweg unglaubwürdig. Das hast du halt immer. Deswegen, also daran irgendwie das auszumachen. So die Idee ist halt, ja, ich nehme jetzt eine japanische Urban Legend gepaart mit vielleicht Dead by Daylight in einem Wald à la Blair Witch Project. So wirkt das auf mich. Und ja, das ist halt, um Klicks abzugreifen. Weil der Typ ist halt eigentlich Urban Explorer. Sorry. Allein schon als da stand Quelle YouTube, da dachte ich mir schon, okay, da will jemand Klicks abfarmen. Hallo? He has heard loud noises coming from the direction of his car, and he's worried that there might be more than one person out searching for them in the woods. He decides to just... Es ist sehr schlau. Also, mal angenommen, es wäre echt. Einfach nur mal angenommen. Benefit of the doubt. Es ist dann ziemlich dumm, in vollkommener Dunkelheit Licht anzumachen. Kein, wir sind da und da. Es ist ja geschnitten gewesen. Vielleicht wurde das auch genannt, beziehungsweise wie willst du mitten im Wald halt sagen, wo du bist? Oder halt eine Handy orten. Ist halt auch möglich. Wie ist halt geschnitten, so wer weiß, was noch alles gesagt wurde, wenn das echt ist. Just hide in the darkness until the police arrive. Ja, ich bin es. Ja, ist gut. Ja. Wo der ist, wie Jaus hochführen? Jaus hochführen, ja. Gut umdrehen. Eine Sache fehlt mir hier. Was könnte das sein? Richtig, Idyuk, das Blaulicht. Wenn das wirklich die Polizei ist, haben die, doch. Müssen ja kennzeichnen, dass sie im Einsatz sind. Die Art und Weise, wie sie ihn ansprechen. Kein haben sie angerufen, sondern
Nur weil Aglio Olio essen wollte und morgens zum Zahnarzt. So. Das war sehr effektiv. Aber für gewöhnlich ist, wird er blaulich. Also vor allem, die sind halt gerade erst angekommen. Dementsprechend, also selbst kurz vorher war kein, selbst wenn die das ausgemacht haben, war kurz vorher kein Blaulicht zu sehen. Könnte aber auch Polizeiauto aus den Niederlanden sein. Also zumindest hat, hat Nuke am Anfang gesagt, dass, das, dass, er, dass der, der Typ halt gerade in Belgien unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob ich noch rein eigentlich. Moet ich rein? Ich drill. Das ist nicht normal. Now, even though the woman charged at the guys with a hatchet, even though she ripped the license plate off Sia's car, and even though she's uncooperative with police, no arrest is made and the woman is let go with a warning. Which kind of makes me wonder if they have laws in Belgium. Entweder ist es komplett gestellt, inklusive Polizei. Und für gewöhnlich, also man kann halt ausrangierte Polizeiautos kann man kaufen. Das, halt auch in Originallackierung behalten. Und ich meine, es gibt genug Shops, die halt auch Polizeiklamotten anbieten. Oder die haben tatsächlich, oder es ist tatsächlich komplett echt. Und da, da ist halt die kacke Oma aus Darmstadt rumgelaufen. Die halt, um sich selbst zu verteidigen, halt einen Beil dabei hatte. Gut, mit dem Nummernschild. Also, durchaus möglich, dass da halt jemand komplett, dass da einfach komplett einer. Ich schließ es nicht aus, dass da wirklich jemand rumgelaufen ist und einen Schuss weg hat. Oder weg hatte. Also die Frau. Halte ich nicht für abwegig. Oder wie gesagt, es ist halt einmal komplett Rundumschlag mit Polizei alles gestellt. Naja, keine Ahnung wie, was, wo, wann. Ich meine, die hatte ja einen Beil gehabt, so vielleicht damit, oder halt irgendwie, keine Ahnung, Messer. Das weiß ich nicht. Because, what? But, anyway, this whole crazy story got picked up by Belgium National News. De Hasseltse vlogger Sias heeft afgelopen donderdag de schrik van zijn leven beleefd.
It turns out that the 42-year-old woman has been living at the old campsite illegally, and local authorities have been trying to build a case to have her removed. Nearby residents say that they don't feel safe walking in or even near the woods. Mm. Okay, also scheinbar ist es wirklich so, dass diese Frau da wirklich lebt. Okay. Die News könnten gefaked sein. Warte mal. Wie hieß denn der Typ? Lass sie doch in Ruhe. Naja, sie lebt ja in einem. Hier ist. Sie lebt ja in der ehemaligen Wohnwagensiedlung oder keine Ahnung, was das genau war. Sie lebt ja nicht im Wald. Okay, ich gucke gerade News, also bei Google News gerade, Belgien Sears. YouTuber, Belgien. Ne, bei Google News steht nicht. Ja, wenn sie niemanden stört, aber damit ein Messer rumläuft, ist ein bisschen schwierig. Und wer weiß, was halt passieren soll. Okay, entweder das ist zu lang her oder man findet nichts. Ja. Sias. S-I-A-Z. Bin mal wieder weg. Okay, hat mich gefreut, dass du da warst. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Aidyuk. Bis zum nächsten Mal. You can watch the entire video of this creepy experience over on CS's YouTube channel. Puppy Poltergeist. Reddit user Last Mammoth 895 from Philadelphia, Pennsylvania is away at work. His home security camera records as his dogs Frank and Mac are resting in the living room. What happens next is truly bizarre. Frank and Max suddenly get spooked by something and a closet door opens by itself. Gibt halt Besitzer, die sich einen Spaß drauf machen und ihre Hunde erschrecken. When Reddit user LastMammoth895 looks back at the security footage, he makes a chilling discovery. Just before the closet door opens, an unexplained voice seems to whisper, "Hiya." Das könnte auch Eier sein. Vielleicht ist der Osterhase vorbeigekommen. Nix News. Sag ich doch. Ja, also kann vielleicht auch sein, dass man dafür, dass das halt, dass das außerhalb von Belgien halt nirgendwo gemeldet oder niemand berichtet hat außerhalb von Belgien. Ja, ist halt, keine Ahnung, eingesprochen und hat sich dann halt jemand da in dem Räumchen
Das finde ich auch ein bisschen seltsam. Hier ist eine Tür, die aufgeht, und hier ist noch eine Tür, die. Also entweder ist da was, ist da ein Wandschrank, das vielleicht so bis hierhin in die Tiefe geht oder so. Seltsamer Architekt. Ja, aber es wirkt trotzdem ziemlich eng. Mammoth 895 says that he has always been skeptical of the supernatural, but he has no explanation for what happened here. So what do you think? Is this something? Ja, also halt nicht mal so tief wie der Hund lang ist. Is something paranormal or is it just some dogs ran? Also es ist halt höchstens eine Abstellkammer oder so. Randomly freaking out and some strange noise that sounds like a whisper. You decide. Hide and seek. In this next creepy video, a babysitter is looking after a 5-year-old girl while her mother is traveling out of town. Everything seems to be going well until the little girl tells the babysitter a very strange secret about her favorite doll. What you doing over there? Crying. Nice. What was it that you told me earlier about your doll? When I have a tickle, my doll it moves. You said it. Ja, wenn. Was nehme ich denn hier als Beispiel? Nehmen wir mal mein Handy. Wenn ich es in der Hand halte und so hin und her gehe, bewegt sich ja mein Handy auch. Die Kinder können echt widerliche Dinge erzählen. Ja. Plus Fantasie dazu. Vielleicht auch. Ich will nicht sagen, dass die dumm sind, aber vielleicht so, dass denen bestimmte Begriffe oder sowas fehlen, um irgendwas zu beschreiben. It moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. It, you said it moves? Yeah. Like you move it or? When does it move? When it put hide and seek where? Mein Hochbett saßen, weil sie da hingepackt habe. Die haben sich bewegt und fielen um. Die mussten dann weg, weil ich das zu gruselig fand. Ja, wobei kann halt auch sein, dass die irgendwie schief saßen und dann halt dadurch irgendwie, ich meine, dann funktioniert halt Gravitation. Es ist jetzt so meine Vermutung oder mein erster Gedanke dazu. Puppen sind creepy. Ja. Aber als Kind fand ich das. Ja, will ich auch nicht absprechen. Und das ist halt so jetzt aus meiner jetzigen Sicht ist das so meine erste Erklärung. When you play hide and seek. Five-year-old claims that the doll actually moves on its own when she plays hide and seek with it. The babysitter is a bit creeped out, but his morbid curiosity gets the better of him, and he decides to test the doll himself. It did not go well. We're playing hide and seek. Ja, bleib bitte hell, Wette. Kurva. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit Mond.
Oh my god. Sadie, you scared me. Don't do that, dude. Now the doll. Wahrscheinlich dachte. Scheiße, hat der Hund das gesehen und dachte sich, oh, was machen die denn da? Muss ich mal kurz gucken. Doesn't move, but the family dog said he gives him a good jump scare nonetheless. However, the dog's playful demeanor soon changes and she begins to behave very strangely. The dog has been staring at the doll. Ich verübel es dem Hund nicht, dass er die Puppe suspekt findet. Ich verübel es dem absolut nicht. Later that same night, the five-year-old girl is now fast asleep in bed upstairs, and the babysitter is watching TV on the couch. He suddenly hears something that sends a chill down his spine. Okay, es ist dunkel. Es ist dunkel, deswegen sieht es so furchtbar aus. Ich würde die gleich verbrennen. Es ist pixelig. Ja, pixelig, weil es dunkel ist. Das ist so ein... Du weißt nie, was du beim Verbrennen freisetzt. Einfach nicht erlauben, reinzukommen. Einfach, also ein bisschen wie diese Gedanken wie bei Vampiren so. Die dürfen die Türschwelle ja nicht übertreten, wenn du sie nicht hereinbetest. Bittest. Betest? Bittest. Bittest. Salzkreis drum und verbrennen. Ganz ehrlich, ich würde das alles ignorieren und einfach ein Salzsäurebad machen, also vorbereiten. So. Nicht, dass ich es selbst nehme. Vorbereiten und dann einfach reinwerfen. Ich meine, Verätzen ist ja so eine Art Verbrennen und du hast halt Salz automatisch mit dabei. Yo. A toy is playing music from the other room and when the babysitter walks over to check it out, he is shocked to see the doll move by itself. Ah. Also sorry, wenn ich Babysitter wäre, muss nicht mal zwangsläufig, ich würde wieder auch irgendwie so angeschnurrt oder so tippen. Wenn ich da Babysitter wäre, ich meine, das ist ja mittlerweile schon recht spät, bedeutet, das Kind ist potenziell schon schlafen gegangen, aber trotzdem muss ich halt noch drauf aufpassen, nicht, dass das Kind irgendwie aufwacht und dann, keine Ahnung, aus die Tür öffnet und herausspaziert durch die Nacht, ne, bis halt die Eltern wiederkommen, weil die Date Night haben oder so. Kennt man ja. Und ich würde Langeweile haben. Nicht mal, das Ding hat eine Schräglage. Potenziell hat auch so vorbereitet, dass es so quasi noch sitzt und dann gerade so der Typ Zeit hat, um sein Handy anzumachen und zu filmen, wie es gerade umkippt. Oder so. Also es ist halt, ne, worauf ich halt hinaus will, der Typ hat halt Langeweile bekommen und hat die Situation irgendwie so präpariert, dass es halt dann, ne, die Musik ist halt angegangen, er macht die Kamera an, guckt um die Ecke, hat davor schon diese creepy Videos gemacht. Also, das ist jetzt, ja. Now, unfortunately, as usual these days, these videos were posted to TikTok without a source. So, I have no idea what happened next. TikTok. The story of the creepy moving doll remains a mystery. Caught on trail cam. And now...
Und alles nur, weil, weil das Kind gesagt hat, dass, dass die Puppe sich angeblich bewegen kann. Now for something a bit different, as in this next video, something very strange is captured on a remote trail camera. Ich wollte zuerst gerade sagen, das ist ein AT-AT. Kinder haben einfach eine unfassbar rege Fantasie. Vom Kumpel des Kind hat der Mama erzählt, dass ein Geist mit ihm spricht und gerade bei ihm ist. Ja. Ganz ehrlich, das ist ein Mensch, der sich einen dummen Scherz erlaubt. Das ist so ein typisches Rake-Video oder sowas. Also entweder hat sich da ein Mensch einen dummen Scherz erlaubt. Oder es ist halt rein editiert. Vor allem, weil es halt genau auf die Kamera geschaut hat. So, welches Lebewesen würde direkt auf eine Kamera schauen, wenn die Kamera sich nicht gerade in dem Moment irgendwie auf sich aufmerksam macht? Durch ein Geräusch oder so. Humanoid figure on all fours can be seen slowly moving through the woods in the dark of night. What makes the footage so unsettling is just how thin and pale the figure appears to be, and when it looks at the camera, glowing eyes. So is this a creature caught on camera, or is it all just an elaborate hoax? You. Yeah. Ich meine, wenn ein Tier auf so eine Kamera aufmerksam wird, dann geht das Tier halt auch hin und schnuppert die Kamera an. Ich meine, solche Fotos und so weiter kennt man ja, dass die halt direkt in die Linse schauen. Aber nicht sowas, so einmal kurz so, da, und dann weitergehen, unbeeindruckt. Nee, komm, aber. Creature caught on camera, or is it all just an elaborate hoax? You? Wenn die Qualität das nur an. Das Alien wollte sich zeigen. Ja, das dachte, das wäre ein Laufsteg. Das ist in Wirklichkeit. Nee, nee. Was ich gerade rausfinden wollte, ob man potenziell irgendwie Spuren, weil das scheint ja Schnee zu sein, ob man irgendwie Spuren erkennen kann. And when it looks at the camera, glowing eyes. So is this a creature? Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt Pareidolie ist, weil ich mir vorstellen will, dass da Fußspuren sind oder sind wirklich welche. Die Quali ist schlecht, ja. Weil wenn da Spuren wären, könnte man wenigstens, wäre das zumindest irgendwie ein Indiz dafür, dass das halt echt ist und dass sich jemand einfach verkleidet hat. Oder wenn ich mir das so anschaue. Nee, das ist rein editiert. Is your call on camera? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Ja. Vor allem, weil es halt Schnee ist. The Old Ritz Theater. Paranormal investigator Steve Cutter reached out to us about his recent investigations with Broken Wings Paranormal at the Ritz Theater in Tooele, Utah. The movie house opened in 1939 and is said to be extremely haunted. Nuke hat sich bestimmt auch gedacht, so ja. Ihr wollt, dass das Video bei mir auftaucht? Ist geritzt. Steve believes that the group may have caught evidence of paranormal activity inside the theater.
Just as we begin our portal session, you can clearly see we are all in the room. LaDawn is sitting in the back of the theater. Watch the doorway on the right side in the back of the theater. You will see an apparition walk towards the bathrooms. And then just a few seconds later, you see the same apparition walk back. This cannot be a person, because as you can see in this still, a person has full features even in the back of the theater. Amazingly enough, this was captured on both of the DVR cameras. Ich würde trotzdem sagen, dass da jemand vorbeigegangen ist. Wenn es halt jemand Kleineres war. Ich meine, als Referenz hat er wen genommen? Amazingly enough, this still a... Mann und Frau, aber die stehen ein bisschen weiter vorne. Person has full features even in the back of the theater. Amazingly enough, this... Ist halt weiter hinten, Was captured on both of the... Even in the back warte. Of the theater. Amazingly enough, this was captured on as back. This can bathrooms. And then just a few seconds later, you see the same apparition walk back. This the bathrooms. And then just a few seconds later, you see the same apparition walk back. Okay. Von, wenn es von links nach rechts geht. Wie lange der Raum dahinter ist, ja. Was ich gerade sagen will, wenn man von links, wenn dieser Schatten von links nach rechts geht, sehe ich keine Person hier vorne. Aber back. This cannot be a person, because as you can see in this still, a person has full features even in the back of the theater. Amazingly enough, this was captured. Die Person ist zeitgleich mit dem hier da entlang gegangen. Also, woher geht da einer entlang? Ja? Apparition walk towards the bathrooms. And then just a few seconds later you see the same apparition walk. Ja, der ist ein bisschen hier runter verschwunden. Aber das Ding ist, der geht halt wieder von links nach rechts. Weil da müsste. Das passt von den Richtungen her nicht. Licht und Schatten. Also wie gesagt, in dem Fall, also wenn der Schatten von links nach rechts geht, geht da von links nach rechts hier unten die Person. Und wenn der Schatten hinten von rechts nach links geht, geht die Person auch von links. Warte mal. Sekunde. So. So, beim ersten ist da hinten die Tür, geht der Schatten so und die Person geht auch so. Und beim zweiten geht der Schatten so und die Person auch, wie beim ersten Mal in diese Richtung. Aber man weiß auf jeden Fall, was gemeint ist. Das ist dann wieder mein Pragmatiker sein. Du kannst nicht leugnen, dass du nicht weißt, was ich gerade gezeichnet habe. Gut, ohne Kontext wird es ein bisschen schwierig, gebe ich zu. Und ich überlege gerade, wenn du eine Lichtquelle hast. Ich weiß, es gibt Situationen, in denen sich der Schatten entgegengesetzt bewegen kann. Kann sein, dass vielleicht irgendwie die Entfernung eine Rolle spielt oder so. Aber es ist durchaus möglich, dass zumindest irgendwie halt irgendwie entweder der Schatten halt da vonnöten war und hier ist halt die Wand schwarz, das oder halt dunkel, dementsprechend ist halt schwierig, einen Schatten zu sehen. Der Gang wird angestrahlt.
Ja, oder halt, da geht einfach eine Person entlang. So, auch wenn die gesagt, es ist halt so, ja, es ist sonst keiner da gewesen. Woher willst du das wissen? So, hast du abgeschlossen, hast du alles abgesucht? Ist vielleicht irgendwie ein Mitarbeiter noch unterwegs? Wie willst du das ausschließen? Vor allem, wenn du halt als Zuschauer hier sitzt. Nö. Das war ja auch mein erster Gedanke, dass da jemand tatsächlich entlang gegangen ist. Und ich habe dann halt beim zweiten Mal, ne, als der Schatten von hier nach hier gegangen ist, halt gesehen, dass der Typ halt genau in dem Moment hier am unteren Bildrand entlang gelaufen ist. Back. This cannot be a person, because as you can see in this still, a person. Ich weiß nicht, was damit jetzt gemeint ist. So, das ist halt, ja, die stehen vor dem Türrahmen, vor dem Durchgang. Aber was auch immer da entlang gegangen ist, war am anderen Ende, an der hinteren Wand war das. Rein von der Perspektive her. Person has full features even in the back of the theater. Ja, aber das ist halt trotzdem so, an der hinteren Wand entlang ist da halt jemand vorbeigelaufen. Es sei denn, die wollen mir sagen, die Tür ist verschlossen, aber das sieht mir nicht aus, als wäre die Tür zu. Amazingly enough, this was captured on both of the DVR cameras. Ja, dann ist da jemand einfach entlang gegangen. Oh, die benutzen tatsächlich ein Portal. Eieieiei. Ja, da ist jemand entlang gegangen. Unidentified figure can be seen walking back and forth in the hallway at the back of the theater. But that's not the only strange thing that the group captures on camera. Broken Wings paranormal investigator Erica has a very creepy experience in the theater's projection room. You need to answer us. I've told the best boy. Oh my God, something just. I've told the best boy. Oh my God, something just stroked my God. Best boy. Oh my. Hä? I've told the best boy. An so einer Strähne, aber wie so ein kalter Schauer. Ja, das Einzige, was so einigermaßen danach aussieht, ist halt das. Nee, gar nicht mal. Also hier ist so eine Strähne, die. Chat ist davor. Ja, Lafitte da. Dass hier die Strähne so in diese Richtung geht, während der Rest der Haare irgendwie hier so lang gehen. Aber das ist halt, kann halt auch nur Kamerazeug sein. Ich finde es das gruselig, dass eine dumme Kuh meine E-Mail-Adresse benutzt. Und sich damit einen Facebook-Account gemacht hat, bin echt sauer. Ich würde es nicht melden, ganz ehrlich. Ich würde ein Passwort zurücksetzen lassen. Ich meine, der Link kommt dann an deine E-Mail-Adresse, Passwort ändern und dann, ja, viel Spaß damit. Aber muss man nicht irgendwie auch eine Bestätigungsmail, bekommt man nicht eine Bestätigungsmail und so? Ja, aber wenn ich meine, wenn man sie registriert.
Dann bekommt man da nicht eine Mail und hier bestätige, dass das deine E-Mail ist, damit der Account freigeschaltet wird? Halt, verifizieren, dass das die E-Mail-Adresse ist, dass das die eigene E-Mail-Adresse ist? Kannst du auch zu einem späteren Zeitpunkt machen. Oh, ganz ehrlich, dann wie gesagt, so Passwort zurücksetzen. Sie hat ja als Alternative die E-Mail-Adresse hinzugefügt. What the fuck? Versuch mal, ob du irgendwie Passwort zurücksetzen kannst. Und dann ändere das Passwort. Ah, nee, warte mal, wenn das Alternative ist, dann bekommt die wahrscheinlich auch ein Passwort dann auf ihre. Ich habe alles, Handynummer, E-Mail-Adressen. Ach du Scheiße. Okay, also. Naja, nee, Polizei macht da wenig, beziehungsweise gar nichts. In dem Moment, da müsstest du wahrscheinlich eher das über einen Anwalt machen. Und dann zivilrechtlich. Wenn sie zur Polizei geht, weil wir ihr Konto löschen, bekommt sie Ärger. Ganz ehrlich, wenn ihr die Nummer habt, einfach Bescheid geben, ey, hier die E-Mail-Adresse, die du da angegeben hast, ist meine. Nimm die mal raus, weil ich habe halt alle deine Daten. Das wäre das Erste, was ich getan hätte. Und wenn sie es halt nach einer Woche immer noch nicht rausgenommen hat, ja gut, dann. Ich würde dann mit einer Klage drun. Auf welcher Basis willst du klagen? So, vor allem, also strafrechtlich wird dich jeder auslachen. Zivilrechtlich könnte ich mir halt höchstens vorstellen. Wenn sie auf den Bluff nicht reinfällt. Ja, deswegen ja, deswegen halt einfach einmal anschreiben, ey, hier, so sieht's aus. Something just stroked my god here. Das streichelte mein Haar. Wo der Chat weg ist. Achso, ja. You need to answer us. I've told the best boy. Oh my. Sorry, ach, alles gut, alles gut. Den Kopf, ja, Kopf bewegt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Strähne irgendwie an der Kapuze oder sowas so festhängt oder so. Ja. Und halt dann. Halt empfindlicher, weil gerade in dem Moment in einem Geisterhaus oder in einem Haus, das in dem es spuken soll oder ein Ort, an dem es spuken soll. Vielleicht ein bisschen angespannt, dann dementsprechend etwas empfindlicher. Oh my God, something just stroked my God.
hair. Are you sure you didn't hit that extension cord? No. Erica's hair moves by itself, almost as if touched by something we can't see. Later, the Broken Wings paranormal group join together in the theater as they try to contact any spirits that might inhabit the old auditorium. That's when a static camera captures another truly bizarre event. You want to tell me your name? Suzanne. I feel things starting to come into the theater, almost like a show is about to start and there's stuff like starting to shuffle into the theater. It might be residual, but it feels like there's stuff starting to come down the aisles and fill into Shooting by Nacht? The seats. Alter, willst du mich verarschen? This side right here on the right. And fill into the seats. Also, zum einen, ihr könnt das wahrscheinlich nicht sehen. Moment, ich... Es ist halt einfach nur schwarz auf schwarz. Starting to come down the aisles and fill into the seats. Da war halt einfach nichts. Also keine Ahnung, kann man hier irgendwie die Helligkeit? Beleuchtung wie im Kino. Oh, danke. Also sorry, nee, das ist halt einfach. Starting to shuffle into the theater. It might be residual, but it feels like there's stuff starting to come down the aisles and fill into the seats. Alter, wenn du mir jetzt nicht sagst, dass das auf einer anderen Kamera besser zu sehen ist, ist das schlichtweg einfach nur Pareidolie. Also sorry, das ist halt einfach. Ey, du willst halt unbedingt irgendetwas sehen. Especially on this side, right here on the right. Okay. Sorry, aber der Typ hat eine Augenmaske auf. Einen wunderschönen guten Abend, Kevin. Diesmal bin ich noch ein bisschen länger online. Jetzt ist Nukes drüber. Egal, der hat auf jeden Fall eine Augenmaske auf. Er sieht nichts. Er zeigt in die eine Richtung hin. Ich spüre dort etwas. Und achtet mal auf die Frau hier. Zeigt da irgendwo hin, over here. Weißt du was? Also, wie soll der Typ das... Na gut. Genau. Another unidentified figure can be seen slowly walking through the aisle towards the investigators. Ja, okay, aber sorry. Die Qualität, ich meine, ich kann hier die einzelnen Pixel zählen. Ja, aber das ist halt Pareidolie auf allerhöchstem Niveau. Alter, sorry, nee. Zeig mir aus einem anderen Winkel, dass da auch noch was unterwegs ist. Das könnte auch irgendein Dude sein, ein komplett oder einfach irgendein Schattenspiel oder sowas. Also oder halt schlichtweg einfach gar nichts und die Kamera versucht da irgendetwas rein zu editieren. Before it simply disappears into thin through the aisle towards the investigators. Before it simply disappears into thin air. So with all these creepy captures, could it be that the Ritz Theater is truly haunted? Let me know what you think. You can watch this entire investigation and many more over on the YouTube channel, Broken Wings Paranormal. The Dark Before Dawn. Also ja, wie gesagt, wenn du etwas sehen willst, dann ist da was, aber nein. It's 5:20 in the morning when Nuke Stop 5 viewer Paul Lynch leaves his home in North Hampshire, England to go to work.
But as he heads out the door, this happens. Someone nearby can be heard casually saying, "Morning, mate," but there's no one there. Morning. Now, Paul. Es ist Nacht. Es ist dunkel. Das Licht fällt auf den vorderen Bereich. Du siehst hinten im hinteren Bereich nur Zeug, das schlichtweg einfach hell ist und reflektiert. So, wenn da ein Dude vorbeiläuft wie ich und es scheint auch noch ein bisschen zu regnen oder so, dementsprechend, ich hätte noch eine Kapuze auf. Und wenn es mein Nachbar wäre, ich wäre dann vorbeigelaufen, ist doch klar, dass ich nicht zu sehen bin. Automatically responds to the mysterious nearby greeting, but he's confused when he looks around and sees no one. Bus-Simulator nicht mehr. Der Fleck von der Kamera, wo man nichts sieht. Meinst den hier? Oh, ich sehe eine geheime Botschaft hier drin. Ein L O L. Aber bezüglich Bus-Simulator. Den Bus-Simulator habe ich mittlerweile durch und jetzt spiele ich den Tram-Simulator, also Straßenbahn-Simulator. Halt am Dienstag oder dienstags. Hi, greeting, but he's confused when he looks around and sees no one. No neighbors, no strangers walking their dog, just no one. Paul and his family have had some paranormal experiences in the past and wonder if they accidentally captured a ghostly voice. Also ich... Now Paul there. Ich muss sagen, so, ne, der ist ja mal vorbeigegangen, hat Morning Mate gesagt, Morning, guck dem hier hinterher, gegebenenfalls, vielleicht war links gerade irgendeine Bewegung zu sehen, aber sieht nicht so aus, als würde er suchend sich umschauen. Sondern geht einfach weiter. Someone nearby can be heard casually saying, "Morning, mate." But there's no one there. Morning. Now Paul automatically responds to the mysterious nearby greeting, but he's confused when he looks around and sees no one. No neighbors, no strangers walking their dog. Just no one. Paul and his family have had some paranormal experiences in the past and wonder if they accidentally captured a ghostly voice on their doorbell camera. But what do you think? Morning. Thanks for watching. If you... Ich habe beim ersten Mal tatsächlich den Morning Mate habe ich tatsächlich rausgehört. Ab dem zweiten Mal nicht mehr. Achso, ja, die Antwort, ja, das ist nur einfach nur Morning. Ja, ja. Ja, also, Ja, wie gesagt, ich habe beim ersten Mal habe ich tatsächlich das Mate noch mitgehört, auf dem zweiten Mal nicht mehr. Habt ihr da mal eine nette SMS geschrieben? Okay. Aber der Sprecher sagt, dass das Morning Mate war, hört man's. Ja, wie gesagt, bei mir war es beim ersten Mal. Danach halt gar nicht mehr. Ja. Also dafür, dass das jetzt wie lange gedauert hat? Ach, das ist das erste. Doch,
Ja, das ist das erste Nukes Top 5 dieses Jahr gewesen. Ich muss sagen, es war... Also ich hätte mir da ehrlich gesagt mehr erwartet. Weil tatsächlich das Einzige, was ich zumindest von der Idee her interessant fand, war halt das mit der Frau aus dem Wald. Wahrscheinlich, weil es mich halt an diese japanische Urban Legend erinnert hat. Ja, der Found Footage. Der Rest war so... Hat mich jetzt auch nicht so vom Wecker gehauen, ja. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Also da gab es schon bessere Videos. Muss ich sagen.